Herzlich willkommen zu Supergen TV. Heute haben wir zwei Gäste, und zwar den Wolfgang Höhnlein. Hallo Wolfgang. Hallo, grüß dich Michi. Und den Kurt Hertel. Hallo, grüß dich. Servus Kurt. Servus. Ja. Beides Freunde von mir und Kollegen im GITEC-Verein. Ein Verein, der sich mit der Erforschung der Physik der E-Gitarre beschäftigt, richtig? So ist es. Und während einer der Meetings, glaube ich, habe ich dieses Ding hier gesehen, einen Tube Screamer, allerdings etwas anderer Natur, und zwar jede Menge Sachen kann man da umschalten, und das wollen wir uns heute mal erklären lassen vom Wolfgang, weil du hast dieses Ding gebaut, richtig? So ist es, ja. Und was genau war deine Absicht? Also zunächst mal wollte ich den Original Tube Screamer unverändert präsentieren mit diesem Gerätchen. Und dann gibt es ja jede Menge Modifikationen und Änderungen, die man machen kann damit. Und auch Dinge, die man ausprobieren kann, wenn man selber seinen Wunschsound finden will. Und deswegen habe ich an den entscheidenden Stellen noch drei Parameter dazugefügt, die man ändern kann. Und zwar über Schalter ändern kann, sodass man einen unmittelbaren Hörvergleich hat. Also wenn man von der Position 1 in die Position 2 schaltet, dann sollte der Sound jeweils innerhalb von Sekunden sich ändern. Und nicht, wenn man ein Bauteil ausbaut und wieder neu einbaut, einen langen Zwischenraum dazwischen haben. Das würde bei unserem Hörvermögen bezüglich Klängen stören. Also wir können uns nicht so gut an Klänge erinnern. Und deswegen machen wir das hier mit dem Schalter ganz unmittelbar. Und wir können das im Live-Spiel auch sofort hören. Genau, das ist ja was wir, glaube ich, gelernt haben, dass man, ich glaube, es dürfen nur 3 Sekunden sein, oder wie war das? Oder zwischen zwei? Weniger als 2 Sekunden, ja. Also 2 Sekunden ist ein guter Richtwert, ja. Das heißt, nach 2 Sekunden verliert unser Ohr so ein bisschen die Orientierung und dann können wir uns eigentlich gar nicht mehr so hundertprozentig orientieren. Genau, oder? Das ist der Grund, warum wir hier Schalter einbauen, die man per Hand betätigt und die unmittelbar einen Klangvergleich zwischen 2 verschiedenen Varianten ermöglichen. Sehr gut. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich spiele mal ganz kurz eine Runde und du schaltest mal, ich schalte mal hier an, und wir haben jetzt hier ein Setup, wo wir erstmal diesen Tube Screamer hier anschalten können. Und wir haben 2 Amps, wir haben einen Fender-artigen Amp und einen Marshall-artigen Amp hier, und wir werden uns das mal anhören, wie sich diese ganzen Schalter auswirken, und vielleicht drehst du einfach mal ein bisschen durch, mhm, und danach erklären wir mal, was da passiert, genau, und was wir da genau hören. Mhm. Ja. Okay? Also wir haben jetzt gerade über den Fender Amp gehört, und man kann schon sagen, da ändert sich was. Da ändert sich was, mhm, gell? Also ich bin jetzt vorsichtig mittlerweile, weil manchmal präsentieren wir was und dann schauen wir das danach an und denken mir, Wahnsinn, das ist jetzt eigentlich nicht so überwältigend, ja, wie es sich anfühlt, wenn man es spielt. Das ist natürlich auch ein Hauptproblem. Wenn man selber spielt und das erfährt, dann ist es immer noch ein bisschen anders, wie wenn man das einfach nur hört. Ja. Ja. Aber trotzdem, wie habt ihr gehört? Es hat sich schon was geändert. Vielleicht bei den ersten Stufen war es jetzt nicht ganz so prägnant, aber dann am Ende hat sich dann schon hörbar was verändert. Was war das jetzt eigentlich? Also was hast du hier verändert? Also in der Stellung 1 am Anfang war das die Originalausstattung mit einem bestimmten Kondensator, der was mit der Höhen, mit der Höhenwiedergabe zu tun hat, oder beziehungsweise mit der Wiedergabe der Bässe. Mhm. Und in der Stellung 2 habe ich genau den gleichen Kondensatorwert, aber einen sehr viel billigeren keramischen Kondensator. Mhm. Das heißt, ihr habt eigentlich in der Stellung 1 und 2 das gleiche gehört,
nur mit sehr unterschiedlichen Bauelementen. Mhm. Okay. Und der Sinn der ganzen Angelegenheit ist, dass man herauskriegt, ist jetzt ein teures Bauelement, leistet das einen Beitrag zu einem wesentlich besseren Klang, oder kann man da an dieser Stelle zumindest auch einfache, billigere Bauelemente einsetzen? Mhm. Interessant. Und wenn, ja? Kann man sagen, dass jetzt quasi in dieser ersten Stufe immer nur Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten drin sind? Oder hast du da noch was anderes? Also in der ersten Stufe in der ersten Stufe meine ich jetzt diese ganzen. Ja, in den ersten Schalter. Ja, genau, ersten Schalter. Genau. Also im ersten Schalter sind hauptsächlich Kondensatoren, die da umgeschaltet werden, aber auch an einer Stelle ein Widerstand, der zusammen mit den Kondensatoren die Frequenzen beeinflusst. Mhm. Okay. Kann man sich das so vorstellen, dass es so ähnlich ist wie der Kondensator bei der Gitarre, bei dem Tonpot, die dran ist, da verschiebt sich ja auch die sogenannte Resonanzfrequenz, sagt man da. Sehr gut. Und dass es an der Stelle sozusagen auch eingreift, um die Resonanzfrequenz irgendwie tiefer zu schieben. Es ist keine Resonanzfrequenz, sondern es ist mehr ein Filtern an einer bestimmten Stelle. Mhm. Aber im Wesentlichen hast du genau das Richtige getroffen. Das ist die Tonblende an der Gitarre, die Tonblendenfunktion, die hier auch geändert wird. Mhm. Ist ein bisschen komplizierter, weil es nicht vergleichbar ist von der Schaltung her mit der einfachen Schaltung an der Gitarre. Aber die Wirkung ist dieselbe. Mhm. Okay. Das heißt, es ist ein Bauteil an einer Stelle in diesem Schaltkreis von diesem Tube Screamer, und das gibt es aber verschiedene Werte von diesem Bauteil, und das ändert aber schon eigentlich dann mehr oder weniger am Sound, oder? Also in diesem Fall wollte ich eigentlich nur zeigen, dass der gleiche Wert, und ich habe den gemessen, dass der nichts ändert, wenn man unterschiedliche Bauteile von unterschiedlicher Qualität einsetzt. Mhm. Also in diesem Fall war das ein Kunststoffkondensator gegen einen keramischen Kondensator. Die letzteren sind viel billiger, einfacher herzustellen, haben größere Variabilität in der Fertigung. Das heißt, es gibt dann mal einen höheren, mal einen niedrigeren Wert. Mhm. Metall-Kunststoff-Kondensatoren kann man sehr genau dimensionieren. Mhm. Und die Frage, inwieweit ein abweichender Kondensatorwert einen Einfluss auf den Klang hat, der noch innerhalb der Verkaufstoleranzen liegt, das war die Stellung 3. Mhm. In der Stellung 3 habe ich nämlich einfach den Kondensatorwert verdoppelt und wollte damit zeigen, wie stark muss ich den Wert ändern, um wirklich einen hörbaren Einfluss zu erzielen. Mhm. Und ist es möglich, auch mit einem billigen Kondensator, der eine größere Streuung hat, noch Soundergebnisse zu erzielen, die dem nahe kommen oder gleich dem sind, was wir gewohnt sind in dieser Stellung. Das hören wir uns gleich vielleicht nochmal an. Ich spiele einen Akkord. Ja. Und ich sag mal, schalt doch mal zwischen den ersten beiden hin und her. Mhm. Ja. Da sind die Werte gleich, sind nur unterschiedliche Kondensatorentypen. Richtig. Genau. Mhm. Okay, und zwischen 2 und 3 müssten wir jetzt aber einen deutlicheren Unterschied hören, oder? Da könnte man einen Unterschied hören, weil, wie gesagt, der Kondensatorwert verdoppelt ist. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass das noch nicht ausreicht, um einen großen Effekt zu machen. Mhm. Ja. Okay, dann machen wir noch mal 2 und 3 vielleicht, ja? Das könnte man natürlich sagen, okay, wir können einen Loop einspielen mit der Gitarre oder so, aber ich sage jetzt mal, selbst da würde ich jetzt sagen, dass das wahrscheinlich nicht jetzt so der völlige Hammer ist jetzt, dass mich das umhaut, das ist wow, Wahnsinn, das geht ja ganz anders. Das ist schon sehr ähnlich, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn du weiter schaltest, dann passiert aber noch mehr, oder? Genau, in der Stellung 4 habe ich jetzt auch den Widerstand auf die Hälfte verändert. Dadurch ist das Produkt aus beiden, das bestimmt nämlich die Frequenz, bei der der Effekt wirkt, nochmal verschoben. Okay. Also das ist der gleiche Kondensator wie bei 3, oder wie? Genau, wie bei 3, aber mit halb so großem Widerstand. Okay, dann machen wir 3 und 4.
Ich denke, okay. Das hört man, oder? Vier ist höhenreicher. Richtig? Ja, das ja, so? Ja, genau. Also ein bisschen weniger Mitten, mehr Höhen. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, bei vier fängt es eigentlich an, dass man es wirklich deutlicher hört als bei den anderen. So ist es. Ja? Dann spiele ich mal ein bisschen Single Lines, ist noch mehr gut mit den beiden. Ja, man hört was, es ist auch nicht die Welt, sage ich jetzt mal, ja. Aber man hört was, ja. Also insgesamt sollen diese ersten vier Stellungen sozusagen Eindruck geben, was man alles ändern muss, an dieser Stelle wohlgemerkt, um einen wirklichen Effekt zu erzielen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, die Fertigungsstreuung ist 10% oder sowas und das hört man da, dann würde ich sagen, ist schwierig. Also das würde ich nicht hören. Mhm. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Ihr habt ein anderes Gehör. Mhm. Und das ist übrigens der Nachteil von diesen Hörversuchen, dass jeder natürlich eine eigene Wahrnehmung hat und das nicht verallgemeinerbar ist. Ja. Messungen kann man verallgemeinern, aber Hörerlebnisse sind sehr individuell. Mhm. Und man kann eigentlich nur das verallgemeinern, wenn man viele Personen das hören lässt und dann daraus eine Statistik ableitet. Das haben wir ja im Grunde gemacht, weil das Gerät schon an vielen Stellen zum Einsatz kam. Mhm. Aber wir haben natürlich nicht dokumentiert, wer was gehört hatte. Mhm. Also der generelle Eindruck in den ersten vier Stellungen ist, man hört nicht allzu viel. Ja. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich jetzt wirklich hinsetzt und meinen ganzen Tag sich damit beschäftigt, ja, dann kann schon sein, dass man vielleicht irgendwas hört, aber ich sage jetzt mal, relativ zu allem anderen, was den Gitarrensound noch beeinflusst, ja, ist es jetzt schon sehr gering. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt auf 5 schalten. Wir waren bei 3. Wir gehen was passiert auf, da? Wir gehen jetzt mal von 4 auf 5. Ne? Ja. Mhm. Das ist trotzdem interessant. Das Clean-Signal klingt so. Nochmal zwischendrin. Jetzt mit dem. Und jetzt auf die 5. Okay, da passiert was. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach den Kondensator durch eine Drahtbrücke ersetzt. Das heißt, ich habe dieses frequenzbestimmende Element ganz rausgenommen. Mhm. Und was ihr jetzt hört, ist der Grundsound des Tube Screamers, ohne dass diese an dieser speziellen Stelle eine Frequenzkorrektur drin hat. Mhm. Also ihr merkt, da ist ein Grundsound da, der ist sehr viel basslastiger in diesem Fall. Und den könnte man jetzt auch mit einem entsprechend großen Kondensator machen, diesen Grundsound, oder versuchen zu machen. Und das ist die Stellung 6, die jetzt kommt. Jetzt habe ich euch ein bisschen vorgebiased. Okay, ja. Aber wir können das mal machen und da siehst du, dass ein entsprechend großer Kondensator sich fast auswirkt wie ein Kurzschluss. Okay, also Kurzschluss heißt Nummer 5 eigentlich. Kurzschluss heißt Nummer 6. Ah, Nummer 6. Kurzschluss heißt Nummer 5 und Nummer 6 ist ein entsprechend großer Kondensator, der sich ähnlich auswirkt. Ja, dann hören wir mal zwischen 5 und 6 vielleicht hin und her, oder? Der ist noch ein Ticken dumpfer, oder? Die 6 ist noch ein bisschen heller. Ja, genau. Ja, mach mal die 4 zum Vergleich nochmal. Ja, das ist natürlich schon extrem Unterschied. Ne? Das heißt, man kann eigentlich als Fazit sagen, diese Diskussion, ja, die Bauteile, ja, die müssen hochwertig sein oder die Streuung ist manchmal sehr groß. Dieses Argument zählt nicht wirklich so stark. Das ist eigentlich gar nicht so als Quintessenz. Hervorragend zusammengefasst, was meine Erfahrung jetzt auch ist, über die lange Zeit, die ich jetzt mit dem Gerät arbeite, ist tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Also Bauteile-Toleranzen an dieser Stelle, an anderer Stelle mag das durchaus anders sein, aber an dieser Stelle spielen keine große Rolle. Ja. Also da kann man ruhig mal auch ein billiges Bauelement einbauen. Das ändert am Grundsound nicht wesentlich.
Und vielleicht nochmal, wir sind ja Gitarristen und zumindest ich bin nicht so wahnsinnig bewandert in sozusagen dem Bauplan oder dem Schaltplan von dem Tube Screamer. Über welche Stelle reden wir? Wir reden jetzt über die Gegenkopplung des ersten Operationsverstärkers, der auch für das Clipping verantwortlich ist. In dessen Rückkopplungs- oder Gegenkopplungsschleife ist ein frequenzbestimmtes Element drin und das macht einen wesentlichen Beitrag zum Sound des Tube Screamers. Mhm. Und über diese RC-Kombination, also Widerstands-Kondensator-Kombination, reden wir im Moment, die dort alles verbaut klar. ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns eben mal zusammensetzen und uns mal vielleicht erklären lassen, wie der Tube Screamer eigentlich funktioniert. Und Till von GTEC und Kurt, die werden uns genau erklären, wie dieser Tube Screamer funktioniert, was da alles drin ist und was der ganze Hype ist. Oder vielleicht gucken wir auch den normalen mal an, ohne Schleife, aber das sehen wir dann noch. Aber da wollen wir heute vielleicht gar nicht ganz hin. Es geht mehr um die praktische Seite, dass wir was hören können. Ja. Mhm. Aber ich denke, das ist schon mal interessant, dass an der Stelle, ja, gibt es die Möglichkeit, dass man einen großen Unterschied erzeugt. Ja. Aber vielleicht das, über das sehr viel diskutiert wird, ist vielleicht nicht das, was... Man muss heftig eingreifen, um wirklich hörbare Resultate zu erzielen. Mhm. Das ist die Quintessenz der Schalterstellung 1 hier. Ja. Und das heißt, Nummer 1 wäre die Stellung, die tatsächlich im Original Tube Screamer eingebaut ist. So ist es. Und vielleicht sollte man bei der Gelegenheit nochmal sagen, da unten sind die drei Standard-Elemente des Tube Screamers. Auf der linken Seite Overdrive, dann Tone-Regler und Level-Regler. Mhm. Also wir haben daran nichts geändert, jedenfalls nicht bewusst. Mhm. Und deswegen sind die Werte da oben vergleichbar. Mhm. Genau, das heißt GKRC heißt Gegenkopplung. Gegenkopplungs-RC-Glied. Ja. Also Widerstand und Kondensator. Genau, in Serie geschaltet in diesem Fall. Mhm. Genau. Ja, wir haben uns ja schon öfter mal auch darüber unterhalten, wie eigentlich der Sound von so einem Verzerrer zustande kommt. Und wenn man so, glaube ich, als Gitarrist an so eine Sache dran geht, dann hat man oft intuitiv das Gefühl, naja, die Stelle in so einem Verzerrereffektpedal, wo die Verzerrung sozusagen gemacht wird, da entsteht auch dieser Sound. Und wir haben uns ja, wie gesagt, schon öfter mal drüber unterhalten. Ich glaube, du hast da ein bisschen einen anderen Ansatz, dass der Sound eigentlich, oder wenn man vielleicht sagt, die Soundunterschiede von den Verzerrern, dass die ganz woanders herkommen. Kannst du da was dazu sagen? Also, wir haben jetzt an einer Stelle eingegriffen in den gesamten Frequenzgang dieses Geräts. Es gibt aber noch ein paar andere Stellen, wo eingegriffen wird. Zum Beispiel vorher gibt es eine RC-Kombination, die bereits die Bässe absenkt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt beim Tube Screamer. Wenn die Bässe, das haben wir gerade gehört, wenn die einen hohen Anteil haben, dann ist der Anteil des Mulms, also der unsauber klingenden Verzerrungsanteile, der ist dann größer. Und ein großer Vorteil des Tube Screamers ist genau diese Frequenzabstimmung, die ein Maximum bei ungefähr 720 Hertz hat. Da verstärkt er am meisten. Mhm. Aber die tiefen Töne sind abgesenkt und die hohen auch. Wobei man die hohen mit dem Tonregler nochmal beeinflussen kann. Mhm. Die mit tiefen Töne sind aber fest abgesenkt, um diesen Mulm zu vermeiden, den sie erzeugen würden, weil die harmonischen dieser Töne, die ja beim Verzerren entstehen, die liegen sehr im Hörbereich und können so interferieren, so wechselwirken miteinander, dass sie unsaubere, geräuschartige Verzerrungsanteile ergeben, die nicht gewünscht sind. Mhm. Und einer der großen Vorteile war die Grundabstimmung dieses Tube Screamers über den ganzen hörbaren Frequenzbereich. Also das heißt, man kann sagen, da gibt es innerhalb von so einem Verzerrereffektpedal, da gibt es an verschiedenen Stellen schon wie so eine Art Klangregelungen, die aber fest eingestellt sind. Richtig. Und die dann aber weitestgehend bestimmend sind für den Sound, der am Ende rauskommt. Genau. Also man kann grundsätzlich den Sound beeinflussen, indem man vor dem verzerrenden Element eine Frequenzkorrektur macht und danach. Und jeder Verzerrer ist im Grunde so aufgebaut, dass man vorher und nachher eine Frequenzgangkorrektur macht und damit den Sound anpasst an das, was man haben möchte und vor allem die unschönen Verzerrungsanteile herausnimmt,
die man hat, wenn man sehr breitbandig verzerrt. Mhm. Das gilt übrigens auch für die Verstärker, die hinter uns stehen. Die haben ja auch eine Durchlasskurve, die bei niedrigen Frequenzen und bei hohen Frequenzen beeinflusst werden kann. Und ihr habt das sicher automatisch immer im Griff, da die richtigen Werte einzustellen, damit der Sound auch im verzerrten Bereich einigermaßen gut klingt. So intuitiv dann wahrscheinlich, ja. Ja, aber sowas kann man sich, glaube ich, auch ganz gut auch mal zusammenstellen, wenn man mal einen Verzerrer nimmt und vielleicht vorher einen Equalizer hinstellt und auch danach einen, also von der Signalkette vorher und danach einen Verzerrer und da mal versucht, die Frequenzen zu verändern, da wird man merken, also klar, es tut sich immer was, aber die sozusagen der Effekt oder was und wie sich das tut, das ist immer ganz schön unterschiedlich. Genau. Wir haben genau das gemacht. Also wir haben einen Verzerrer sozusagen aufgebaut, der aus einem Filter vor dem Verzerrer bestand, einem frequenzunabhängigen Verzerrer, das ist hier nicht der Fall, der wird das beeinflusst, und dann einen nachgeschalteten Filter, das dann das verzerrte Produkt nochmal bearbeitet, bestand, also diese ganze Sequenz. Und damit kann man... Da tut sich ein ganzer Himmel auf von Verzerrern, was man da einstellen kann. Und meine Überzeugung ist, dass die Leute, die Verzerrer entwickeln, genau das machen. Dann gehen wir doch mal auf diesen zweiten Regler ein, wo Dioden steht. Das heißt, es ist auch ein Regler, der natürlich dann, oder die Diode ist auch ein Element, das auch soundentscheidend ist. Ja, die Diode sorgt ja für das Clipping, das heißt das Abschneiden des Signals, sowohl in der positiven wie auch in der negativen Richtung. Und man kann jetzt verschiedene Diodenkonfigurationen durchprobieren. Man kann Diodenmaterialien untersuchen, weil es unterschiedliche Halbleiter gibt, die dort eingesetzt werden. Und das habe ich hier mit verschiedenen Kombinationen probiert. Das heißt, die Originale ist wieder die Stellung 1? Genau, die Original ist eine Diode, die die Japaner damals verwendet haben, die ich freundlicherweise vom Florian Pöschko gekriegt habe. Und die ist ziemlich selten, also die kriegt man nicht so einfach. Das ist die Originalstellung, ja. Die können wir mal anhören. Die haben wir vorher auch schon gehört die ganze Zeit, gell? Genau. Auf 1. Jetzt gehen wir auf 2. Da ist die, und zwar, es geht immer darum, dass zwei Dioden an die parallel sind. Also die eine geht in die eine Richtung, die andere in die andere. Und deswegen wird das Signal in diesen Fällen symmetrisch begrenzt. Jetzt gehen wir in die Stellung 2. Das ist eine andere Diode. Muss ich selber nachgucken. Das ist die beim TS9 eingesetzte Diode. Also das andere war der 808? 808 und jetzt 9, genau. Das hören wir uns mal gleich mal an, den Unterschied. Ich gehe wieder zurück auf 1. Ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel hören, ehrlich gesagt. Ihr? Ja, wenn ein Unterschied da ist, habe ich jetzt eher das Gefühl, dass es spieltechnisch ist, dass das Plektrum woanders an die Seite drankommt. Eigentlich, finde ich, klingt es gleich. Ja. Also es sollte auch gleich sein, weil die beiden Dioden sind Siliziumdioden. Die haben die gleichen Einsatzspannungen. Die schwanken immer ein ganz klein bisschen. Also es kann natürlich sein, dass dann das Signal etwas lauter, etwas leiser ist. Aber das sind Nuancen, das ist ganz, ganz wenig. Ja. Also wenn ihr da nichts hört, dann entspricht das auch dem, was so sein sollte. Okay. Und die Firma hat ja letztendlich auch mit dem TS9 keinen anderen Sound kreieren wollen. Und die anderen Stellungen, da sind einfach andere Dioden noch drin, die auch in anderen Modellen verbaut sind vom Touchscreener? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel in der Stellung 3 ein asymmetrisches Clipping-Verhalten, weil auf in einer Richtung zwei Dioden werkeln und in die andere Richtung nur eine. Dadurch ist die Spannung, bei der in der positiven Halbwelle abgekappt wird, eine andere als bei der negativen. Und das macht ein anderes Obertonverhalten, also ein anderes Clipping-Spektrum. Und das könnte man hören. Wir wollen es mal probieren, oder? Ist es auch bei einem Tube-Screamer-Modell dann zum Einsatz gekommen? Oder war das was du dir ausgedacht hast? Das war bei den Boss-Vorläufern, war das ein antiparallelles Diodenarrangement.
Und deswegen habe ich es hier mit reingenommen. Bei den Boss-Vorläufern? Super Overdrive oder mein ja. Was? Ah, ja. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, dann machen wir mit 2 und 3 hin und her, genau. Im homöopathischen Bereich, würde ich sagen. Ja, das ist wieder schwierig. Ja, wenn man spielt, würde ich mir sagen, schwierig. Ja, okay. Ja. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war eine andere Diode. Das ist interessant, dass ihr nichts gehört habt. Es war eine andere Diode, aber trotzdem antiparallel, also noch nicht asymmetrisch. Die kommt jetzt, die Stellung. Also ja, das ist die Boss. Habe ich, ohne dass ich es wollte, euch auf die Probe gestellt. Aber ihr seid prima durchgekommen. Also eher. Okay, die 4? Ja. Okay, und die 3? Nochmal die 4? Die 3? Die 4 nochmal? Schwierig. Je mehr man spielt, desto weniger hört man dann auch, ja? Ja, ja, ist wirklich weniger. Ja. Dürfen wir was hören, oder? Ihr könntet was hören, ja. Das ist ein etwas anderes Obertonspektrum. Ah ja. Hängt natürlich sehr auch von der Einstellung der Verstärker ab. Wenn ihr das wegnehmen, dann hört man davon nichts. Ja, genau. Ah, okay. Kannst du mal ein bisschen höhenbetonter spielen? Ja. Ja? Ja. Nochmal zurück. Also nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, war Wahnsinn. Weltbewegend ist es nicht. Ja. Okay, dann gehen wir mal auf die letzten beiden. Die nächste Stellung, das ist die 5. Ja. Spielst du mal? Der extreme Unterschied, der ist viel leiser. Jetzt habe ich gedacht, die Gitarre wäre nicht ganz aufgesehen. Und nochmal nachgeschaut. Ja, das ist genau der Effekt. Das sind Germaniumdioden. Ah ja. Also jetzt habe ich Germaniumdioden verwendet, die haben eine andere Durchlassspannung. Dadurch ist die Lautstärke eine andere. Und durch das andere Material, das da verwendet wird, kann auch eine leichte Nuance bei den Verzerrungen eine Rolle spielen. Also man müsste eigentlich auf die gleiche Lautstärke gehen, um das mit den Siliziumdioden zu vergleichen. Das heißt, alle anderen vorher waren Silizium? Waren alles Siliziumdioden und jetzt haben wir eine Germaniumdiode. Alles klar. Und jetzt wechseln wir mal zwischen 5 und 6. Wahnsinn. Was ist da los? Nochmal die 4. Okay, also die 6 ist deutlich lauter als alle anderen. Ja. Und die 5 ist deutlich leiser als alle anderen. Genau. Das liegt daran, dass die 6 eine Leuchtdiode ist. Mhm. Und eine Leuchtdiode, die besteht aus im Wesentlichen Galliumarsenid. Das ist ein Material, das einen anderen Spannungsabfall hat als Silizium und Germanium. Und dadurch ist das Ergebnis ein lauteres, im Wesentlichen lauteres. Also man kann auch über die Wahl des Materials hier das Ergebnis beeinflussen in Richtung Lautstärke, aber auch Klangfarbe, wobei die Klangfarbenunterschiede würden bedeuten, dass man die in der gleichen Lautstärke hören muss. Ja, genau. Ja. Das heißt, das Fazit hier ist, das Material macht sehr viel aus, ja, aber sozusagen die verschiedenen Silizium-Dioden haben uns jetzt nicht vom Hocker gehauen. So ist es, ja. Also da gibt es feine Unterschiede, aber jetzt auch im Gesamtkontext des Gitarrensignals komplett ein Hauch. Ja. Ja. Dann kommen wir doch zu Regler 3. Das ist das Ding, was ja jetzt nochmal für mich irgendwie immer so das Entscheidende ist, oder? Das über das, glaube ich, Leute sprechen, der Op-Amp. Der Op-Amp, der berühmte 4558 Operationsverstärker. Sehr gut. Genau, ich glaube, der beschäftigt mich schon mein ganzes Gitarristenleben, genau, von Anbeginn des Lesens diverser Fachzeitschriften.
Das ist das Teil, oder? Das klingt einfach viel besser als alle anderen, oder? Natürlich, der 4-5-5-8, der muss drin sein. Wenn der nicht drin ist, ist es kann man es vergessen. Vielleicht ein kurzes Wort zu den Operationsverstärkern. Die sollen eigentlich, so wie sie konzipiert sind, untereinander relativ ähnlich sein. Nur die Beschaltung des Operationsverstärkers, die ändert was an seiner Grundcharakteristik. Mhm. Und das haben wir hier mit dem vorhergehenden Diodenarrangement gemacht, dass wir die Beschaltung des Operationsverstärkers geändert haben. Jetzt ändern wir den Operationsverstärker selber. Mhm. Und dann ist, wie du schon gesagt hast, die Meinung, dass also diese historisch verbauten, schlechten Operationsverstärker, so wird das immer hinzugeführt, hinzugefügt, dass die einen besonderen Sound beim Tube-Screamer machen sollten. Ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, gehen wir einfach mal alle durch. Genau. Schnell. Das heißt, Nummer 1 ist der berühmte 808. Genau, und dann kommt noch ein 808, TS-808-Modell, das neueren Datums ist, also von der Herstellung her neueren Datums. Und dann kommen ein paar andere Operationsverstärker, die eigentlich da gar nicht verbaut wurden in diesem Gerät. Und die Frage ist, jetzt hören wir Unterschiede. Ah. Ich fange mit 0 oder mit 1 an. Machen wir nochmal zurück. Also mein Eindruck ist, dass es immer ein Ticken heller wird. 5 und 6 sind ein bisschen heller. Oder liegt es an meiner Spielweise? Also ich habe als Zuhörer nichts gehört. Was ist auch für mich klang das immer gleich. Mhm. Für mich auch. Mhm. Also ich kann wollte keine was Unterschiede hören. Aber ich wollte es hören. aber, ja. Also die wesentlichen Unterschiede dieser Operationsverstärker ist wieder die Qualität. Also die alten, die verbaut wurden, die waren nach heutigen Maßstäben einfach schlecht. Mhm. Ja. Und das soll unter Umständen halt den Klang positiv beeinflussen. Mhm. Also ich konnte das nicht feststellen und es gibt auch Vergleichstests anderswo, die das nicht festgestellt haben. Mhm. Die Unterschiede sind durchaus da in den Operationsverstärkern. Man kann die messen, aber ob man sie hört, ist eine ganz andere Sache. Mhm, ja. Ja. Also wir haben hier einen ziemlichen Aufwand getrieben mit dem Umschalten, weil diese Operationsverstärker ein paar mehr Anschlüsse haben als die Bauteile, die wir vorher hatten. Und ich glaube, wenn man das jetzt auslötet, einlötet oder aussteckt, einsteckt, dann hört man alles Mögliche, auch wenn die Farbe des Gehäuses bekannt ist oder irgend sowas. Hier in diesem Fall hat man sie direkt im Vergleich und mein Fazit ist, man hört nicht viel. Ja. Sehr interessant, Mensch. Wolfgang, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Ja, auch vielen Dank, Kurt, dass du da warst und mir assistiert hast beim Hören. Sehr gerne. Weil es ist ja wirklich, es ist interessant, ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und es hat euch interessiert, weil das ist ja was uns wirklich schon lange beschäftigt. Ja, man sucht immer den Verzerrer und es muss natürlich dann auch genau der Op-Amp drin sein, weil sonst kann das ja sowieso nichts sein und so. Und es verwirrt einen auch oft, was man hört und liest und genau, also man weiß dann oft gar nicht mehr, wonach soll ich jetzt suchen oder wonach soll ich meine Kaufentscheidung treffen. Ja, also genau, deswegen finde ich es wahnsinnig toll, was ihr macht bei GITEC und bin auch immer gern dabei, weil das sind ja wirklich Sachen, die jetzt mal wirklich interessant sind, weil sonst gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, das jetzt so zu vergleichen in der Form. Genau, es geht immer darum, ein aktuellen, momentanen Vergleich zu haben. Nur so kann man es beurteilen. Genau. Super. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, auch schaut mal auf die GITEC-Website gitec-forum.de. So ist genau. Schaut rein, da gibt es im Oktober immer ein Meeting, das sehr interessant ist. Da kann man all solche Geräte und noch viel, viel mehr über die E-Gitarre sehen und erfahren. Auf der Website gibt es auch jede Menge Infos. Dann vielen Dank nochmal fürs Dasein. Sehr gerne. Und
Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Schreibt wie immer gern, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwas gehört habt. Vielleicht habt ihr was anderes gehört oder wie eure Erfahrungen sind eigentlich mit dem Tube Screamer. Ja? Also wir sind ja immer noch auf der Suche. Ist ja nicht so, dass wir jetzt behaupten, wir wissen, wie es ist. Ja? Vielleicht habt ihr einen Tipp und sagt, hey, hört nochmal genau dahin. Ja? Also setzt euch vielleicht doch nochmal eine halbe Stunde hin und hört da mal, da hört man was. Ja, sagt einfach, was ihr denkt. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal bei SuperGenTV wieder nächsten Freitag. Ciao. Tschüss.